Wir haben verschiedene Symmetrien kennengelernt. Also Gesetze, ja, wie Bilder gleich aussehen können, nur an einer anderen Stelle. Dieser Schmetterling zum Beispiel, der ist spiegelsymmetrisch, weil wenn man in der Mitte, dort wo ich jetzt die Symmetrieachse einzeichne, einen Spiegel hinstellen würde, dann wäre die linke und die rechte Seite ganz genau gleich. Ja. Jeder Punkt, zum Beispiel dieser Punkt des Flügels, hat im gleichen Abstand von der Symmetrieachse einen Geschwisterpunkt, also der Punkt, der zu ihm gehört. Eine andere Symmetrie ist die Drehsymmetrie. Bei dem Schmetterling ist es jetzt so, wenn ich den umdrehe, naja, dann sieht das Bild halt anders aus. Es ist keine Drehsymmetrie vorhanden. Anders ist es bei diesem Bild hier, dieses Verkehrszeichen für den Kreisel. So, also, angenommen, ich halte es mal hier fest und drehe. Na gut, sieht schon ein bisschen anders aus, ne? Ist halt gedreht. Aber wenn ich ganz genau die Mitte nehme und jetzt genauso drehe, dass die Pfeile wieder gleich zum Liegen kommen, dann sieht das Bild wieder genau gleich aus. Und das kann ich dreimal machen. Das bedeutet, das Bild hat eine dreifache Drehsymmetrie. Und der Punkt, bei dem ich drehen kann, sodass das Bild wieder gleich aussieht, das nennt man den Drehpunkt. Hier haben wir also eine dreifache Drehsymmetrie. Es gibt aber auch andere Zahlen, zum Beispiel dieses Bild. Da kann man mal gucken. Also, der Drehpunkt ist wahrscheinlich wieder in der Mitte. So. Und wenn ich das Bild jetzt so drehe, dann sieht es wieder genau gleich aus. Die Kerze ist hier oben und die beiden Weihnachtsbäume rechts und links. Und auch das Sechseck in der Mitte sieht wieder gleich aus. Ja gut, jetzt kann ich mich fragen, wie oft funktioniert das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir haben hier also eine sechsfache Drehsymmetrie und der Drehpunkt ist genau im Zentrum des Bilds, also dort, wo sich in diesem Fall auch die Spiegelachsen schneiden. Es gibt auch andere Bilder, die nicht ohne weiteres drehsymmetrisch sind, wie zum Beispiel dieses hier. Ja, also, wo ich es auch drehe, ich könnte erst denken, das Karo-Muster wiederholt sich zu einer vierfachen Drehsymmetrie, aber dadurch, dass hier ein roter Streifen und hier ein weißer Streifen ist, ergibt es halt nicht genau das gleiche Muster, sondern das Muster sieht anders aus, wenn ich es drehe. Die Symmetrie ist gebrochen. Dieses Bild ist also nicht drehsymmetrisch. Okay, also, hier haben wir ein spiegelsymmetrisches Bild, ein Bild ohne Symmetrie, dann eine dreifache Drehsymmetrie und eine sechsfache Drehsymmetrie.